Hallo ihr Lieben, heute geht es bei mir um das Thema erwachsener Hund oder Welpe. Was jeweils die Vor- und Nachteile sind von einem Welpen oder auch wenn man sich einen erwachsenen Hund anschaut. Ich denke, das Video wird eine große Hilfe für die Leute sein, die sich mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund anzuschaffen bzw. sich noch einen Hund dazu holen und sich dann eben auch die Frage stellen, ja, soll ich mir jetzt einen Welpen holen oder schon einen erwachsenen Hund? Vom Züchter oder auch aus dem Tierheim. Von vornherein muss gesagt werden, dass ein Welpe Vor- und Nachteile mit sich bringt und auch ein erwachsener Hund ebenso. Also da muss man eben ganz individuell entscheiden, was man selbst überhaupt möchte und was auch selbst in seine Lebensumstände passt. Vorteile eines Welpen sind auf jeden Fall, dass sie ziemlich niedlich aussehen, dass sie mitwachsen, also dass man den Welpen von Anbeginn mit aufwachsen sieht, dass er keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, also dass er ein Rohdiamant ist und noch keinen Erziehungsfehler sozusagen genossen hat, dass man sich auch die Verpaarung aussuchen kann beim Züchter, zum Beispiel welche man bevorzugt, also man kann sich eben umsehen, ja, das sind die Elterntiere, so wird eventuell auch mein Welpe werden. Mit einem Welpen mit Papieren kann man in verschiedenen Hundesportbereichen arbeiten. Man kann sich sozusagen auch so einen Hund für einen bestimmten Verwendungszweck holen. Oder wenn man auch ausstellen will, ist es auch ein Vorteil, wenn man sich einen Welpen mit Papieren holt. Das auf jeden Fall, aber auch ein Welpe hat sehr viele Nachteile, weil ein Welpe ein richtiger Fulltime-Job ist. Also der beansprucht wirklich die meiste Zeit. Er ist total aufgedreht, quirlig, er kennt noch keine wirkliche Beißhemmung. Also er zwickt gerne. Es kann auch sein, dass er Hosen und Oberteile kaputt macht während des Zahnwechsels, dass er Tischbeine ankaut oder Möbel. Er ist auch noch gar nicht stubenrein, also das heißt alle 2 Stunden mit dem Hund vor die Tür gehen und raus, auch nachts. Also man hat in der Anfangszeit auch keinen Schlaf. Der Welpe kann auch noch gar nicht alleine bleiben, also das muss erst langsam aufgebaut werden. Das heißt, man muss dafür auch wirklich Urlaub einplanen bzw. so rechnen, dass dann auch in der Anfangszeit immer jemand daheim ist. Der Welpe kann auch noch gar nicht ordentlich an der Leine laufen, also man muss ihm das erstmal beibringen, wie er artig an der Leine läuft und man muss ihm auch ständig sozialisieren. Man muss mit dem Welpen Sozialkontakte zu anderen Hunden knüpfen, man muss ihn an alles gewöhnen, also an Start, Land, andere Menschen, andere Tiere. Das ist zum Beispiel der Nachteil eines Welpen und man kann da auch sehr viel falsch machen, wenn man zum Beispiel nicht so die Ahnung hat. Pubertät ist natürlich auch so eine Sache, wo sehr viele Halter überfordert sind. Also die meisten Hunde, die man so antrifft, die zur Vermittlung frei sind, sind in diesem Alter so circa ab 1 Jahr, was wirklich eine sehr anstrengende Zeit ist, also die Pubertät. Also wenn man die Pubertät überlebt hat, dann ist das Schlimmste schon vorbei. Also bei einem Welpen kann man zusammenfassend sagen, dass ein Welpe natürlich sehr niedlich ist und man den Vorteil hat, dass er noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, dass man ihn aufwachsen sieht und auch zu bestimmten Hundesportbereichen auch einsetzen kann, wenn der Welpe von einer seriösen Zucht stammt und dass man mit ihm auch ausstellen kann. Die Nachteile sind zum Beispiel, dass der Welpe extrem zeitintensiv ist, also ein Welpe ist ein reiner Fulltime-Job und man kann auch in der Erziehung da sehr viel falsch machen, was sich im Nachhinein auf den Welpen ausprägt. So wie die Pubertät ist sehr anstrengend, also das sollte einem bewusst sein. So kommen wir nun zu dem erwachsenen Hund. Ein erwachsener Hund hat schon mal diesen Vorteil, dass man was Gutes tut, wenn man schon einen Elternhund aufnimmt, weil der Hund sowieso ein Zuhause sucht. Also Welpen werden eigentlich so gut wie immer vermittelt, aber es gibt viele erwachsene Hunde, die ewig lang in den Tierheimen sitzen, weil einfach viele keinen alten oder erwachsenen Hund wollen. Aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Vorurteilen. Also das muss man schon vornherein sagen, dass es sozusagen eine gute Tat ist, wenn man einen erwachsenen Hund aus einer seriösen Quelle holt. Also aus dem Tierheim, Tierschutz oder auch von einem Züchter. Es gibt selten, aber das kommt schon mal vor, dass Hunde zurücklaufen zum Züchter. Also wenn sich beim Halter was geändert hat und der den Hund nicht mehr halten kann, dann kommen die Hunde zum Züchter zurück und werden dann vom Züchter weitervermittelt. Das ist aber Gott sei Dank auch recht selten, weil die Züchter schon ganz genau drauf schauen, wo der Hund zu welcher Person hinkommt.
Ein weiterer Vorteil bei einem erwachsenen Hund ist, dass er sozusagen aus der Pflegephase raus ist. Also er ist sozusagen ruhiger, nicht so aufgedreht wie ein Welpe. Der ist wahrscheinlich schon stubenrein, kann das Grundgehorsam und kann auch schon alleine bleiben. Das sind zum Beispiel viele Vorteile, die sich auch für einen Hundeanfänger gut eignen. Wenn dieser Hund zum Beispiel aus persönlichen Gründen vorher abgegeben wurde, zum Beispiel aus Scheidung, Wohnungswechsel und so weiter. Es gibt ja die kuriosesten Gründe, warum Hunde abgegeben werden. Ich habe ja selbst in einem Tierheim geholfen, eine ganz lange Zeit. Und die meisten Hunde, die wirklich da reinkommen, die sind wirklich überhaupt nicht verhaltensgestört oder aggressiv. Die kommen aus teilweise ganz lächerlichen Gründen da rein. Und das sind wirklich super tolle Hunde, die sich auch super für Anfänger eignen würden, weil die einfach das alles schon kennen, was bei einem Welpen erst beigebracht werden muss. Der Nachteil bei einem erwachsenen Hund, und das gibt es leider manchmal auch, ist, dass man die Vorgeschichte von dem Hund nicht weiß. Vor allem, wenn man jetzt so den Auslandtierschutz betrachtet, weiß man oft nicht, ja, was hat der Hund vorher erlebt, was ist ihm widerfahren. Und da kann es auch zu Problemen kommen, wenn der Hund in seinem neuen Zuhause angelangt ist. Zum Beispiel, dass er Ängste gegen bestimmte Personen zeigt, gegen andere Tiere, Hunde oder Objekte. Das weiß man eben vorher nicht. Also man muss da auch ganz individuell schauen, aus welchem Grund wurde der Hund abgegeben. Was sagt das Tierheim über den Hund aus? Und am besten ist es natürlich, wenn der Hund aus einer Pflegestelle kommt, weil in einer Pflegestelle ist er einfach voll integriert in den Alltag. Und die Pflegestelle kann da auch am besten aussagen, wie sich der Hund eben familiär verhält. Ein weiterer Nachteil ist es zum Beispiel auch, dass auch Hunde in Tierheim abgegeben werden aus Überforderung. Also da gibt es auch Hunde, die zum Beispiel jetzt auch nicht perfekt an der Leine laufen können. Da müsste man wiederum dran arbeiten oder so weitere kleine Baustellen. Aber wer sich das zutraut und auch an diese Baustellen rangeht, der bekommt natürlich einen ganz tollen Hund. Und das hängt aber auch von den Baustellen ab. Also ich würde jetzt keinen Anfänger raten, sich einen Hund zu holen, der 1000 Probleme hat. Also wenn es jetzt nur solche Sachen sind wie ja kein zuverlässiger Grundgehorsam, Rückruf oder Leinenführigkeit, daran kann auch ein Anfänger arbeiten. Aber wenn der Hund jetzt bestimmte Ängste zu verschiedenen Sachen zeigt und viele tiefere Baustellen haben, das sollte auch wirklich dann nur ein hundeerfahrener Mensch dran gehen, der sich auch mit dem Problem auskennt und der den Hund auch damit auch wirklich helfen kann, weil das wird für den Hund auch total blöd. Man holt ihn raus und dann ein paar Monate später kommt er wieder ins Tierheim, weil der neue Halter damit überfordert wurde. Aber da reagiert auch schon das Tierheim, also die geben dann keinem blutjungen Anfänger dann so einen Hund zur Vermittlung. Also ich fasse nochmal zusammen die Vorteile eines erwachsenen Hundes. Die können meistens schon das Grundgehorsam, sind nicht so aufgedreht wie der Welpe. Die können schon alleine bleiben, sind stubenrein. Der Nachteil ist allerdings, dass es auch Exemplare gibt, wo man eben nicht die Vorgeschichte weiß, wo der Hund auf bestimmte Situationen auch ängstlich reagieren würde, weil er irgendwas Schlechtes vorher kennengelernt hat. Beziehungsweise es auch Hunde gibt, die auch gröbere Baustellen hat. Aber da muss man, wie gesagt, schauen. Zusammenfassend möchte ich zu dem Thema sagen, wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Welpen oder einen Erwachsenenhund anzuschaffen, der sollte eben diese Vor- und Nachteile durchgehen. Der sollte schauen, was für ihn persönlich wichtig ist, was für einen Hund er möchte und was er mit seinem Hund machen möchte. Wer sich einen ganz normalen Familienhund sucht, der jetzt nicht unbedingt ausstellen möchte oder eine bestimmte Hundesportart durchführen möchte, dem auch die Rasse ziemlich egal ist, der sollte auf jeden Fall zuallererst in den Tierheimen nachschauen, weil dort sitzen auch sehr viele unkomplizierte Hunde drin. Also das kann ich auch nur den Anfängern auch empfehlen, da einfach mal bei der Tierheimleitung nachfragen. So ein erwachsener, souveräner Hund ist einfach meist viel einfacher in der Handhabung wie so ein quirliger, rotzfrecher Welpe, das muss man dazu sagen. Leute, die eine bestimmte Rasse möchten, einen Hund aus einer bestimmten Verpaarung bzw. auch einen Hundesport, auch einen bestimmten Hundesport durchführen wollen oder auch auf Ausstellung gehen möchten, die können sich dann zu einem Welpen entscheiden aus einer seriösen Zucht. Nur da muss man eben schauen, ob der Züchter seriös ist. Aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, woran man einen seriösen Züchter erkennt. Aber diese Leute sollten sich auch natürlich um die Arbeit mit einem Welpen bewusst sein. Also da sollte man sich wirklich viel Zeit einplanen und man sollte da auch wirklich schauen, dass man da eben nichts falsch macht, weil so kann man eben den Welpen auch negativ prägen. So, das war mein Video zum Thema Welpe oder erwachsener Hund. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen einen wertvollen Tipp mit auf den Weg geben, der mit dem Gedanken spielt, sich einen Hund anzuschaffen.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Bei Fragen ab in die Kommentare. Und dann sagen wir ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.